Wenn jetzt zum Schluss von unserer Sendung nicht in Trance verfallen, sondern unsere volle Aufmerksamkeit unserem Star vom Oben widmen. Es ist die absolute Nummer 1 zurzeit in Deutschland, der Peter Maffay. Ja. Peter. Am 7. Mai, Hallenstadion Zürich. Was haben richtig. Sie für Gefühle? Eigentlich freue ich mich unheimlich drauf. Ich habe heute bei der Probe noch keine Antwort darauf gewusst, wie das aussieht, aber ich war inzwischen dort und habe es mir angesehen. Und Sie haben das Gefühl, es ist die richtige Ambiance? Ja, ich freue mich drauf. Es wird ja mein erster Konzertauftritt hier in der Schweiz sein. Und wir werden uns Mühe geben, das gut hinzukriegen. Und ich würde fast wetten, dass Sie das ganze Hallenstadion vollkriegen. Da bin ich also, ich bin sicher. Ich kann Ihnen übrigens etwas zur Beruhigung geben. Sie wissen auch was. Zur Beruhigung. Weil Sie haben es gesehen vorhin, wie wir es da hinten hingestellt haben. Ja, ja. Ich glaube, das beruhigt sehr. Eine goldene Schallplatte. Ja. Und zwar ist es, nein, wissen Sie, eine goldige Schallplatte. Liebe Zuschauer, eine goldige Schallplatte für ihn in Deutschland ist nicht, oder? Die sammeln, also wie andere Briefmarken sammeln. Aber in der Schweiz, ich glaube, das gab es noch gar nicht, dass ein deutscher Sänger eine goldene Schallplatte in letzter Zeit in der Schweiz bekommen hat. Ich freue mich für Sie, Peter Maffay. Machen Sie es gut. Ich habe keine goldene Schallplatte, aber etwas Kleines für Sie. Sie sind ein Schatz. Dankeschön. Oh, fast hätte ich vergessen zu sagen. Wir sehen uns wieder heute in 6 Wochen, aber jetzt hören Sie kräftig zu im Peter Maffay. Manchmal gehe ich meine Straße ohne Blick. Manchmal wünsche ich mir mein Schaukelpferd zurück. Manchmal bin ich ohne Rast und Ruh, manchmal schließ ich alle Türen nach mir zu. Manchmal ist mir kalt und manchmal heiß, manchmal weiß ich nicht mehr, was ich weiß. Manchmal bin ich schon am Morgen müd, und dann such ich Trost in einem Lied. Über 7 Brücken musst du gehen, 7 dunkle Jahre überstehen, 7-mal wirst du die Asche sein, aber einmal auch der helle Schein. Manchmal scheint die Uhr des Lebens still zu stehen, manchmal scheint man immer nur im Kreis zu gehen. Manchmal ist man wie von Fernweh krank, manchmal sitzt man still auf einer Bank. Manchmal greift man nach der ganzen Welt, manchmal meint man, dass der Glücksstern fällt. Manchmal nimmt man, wo man lieber geht, manchmal hasst man das, was man doch liebt. Über 7 Brücken musst du gehen, 7 dunkle Jahre überstehen, 7-mal wirst du die Asche sein, aber einmal auch der helle Schein. Überstehen,
sein.